Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ja, worum geht es hier heute in meinem heutigen Video? Es geht um den Ablauf der praktischen Abschlussprüfung in der Pflegeausbildung. Also, liebe Praxisanleiterin, liebe Praxisanleiter, für euch wird das Video besonders informativ sein, denn ich werde Ihnen im Folgenden aufzeigen, wie die Rahmenbedingungen und der Ablauf der praktischen Prüfung ausschaut. Aber auch liebe Auszubildende, auch ihr seid hier herzlich willkommen und goldrichtig, denn ihr könnt euch darüber informieren, was zukünftig auf euch zukommt in Bezug auf praktische Prüfung. Also bleibt dran. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Herzlich willkommen zurück. Um eine praktische Prüfung in Ihrem Betrieb umsetzen zu können, bedarf es einiger Vorkehrungen, die zu treffen sind und natürlich auch gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sind. Ja, zunächst einmal muss der Termin konkret festgelegt werden, wann soll eigentlich die praktische Prüfung in Ihrem Unternehmen stattfinden. Hierzu geben meistens die Schulen die Termine vor. Ja, manche Schulen würden gerne die praktische Prüfung an einem Tag machen. Das ist zulässig, dass der Vorbereitungsteil und der Durchführungsteil und die Reflexion an einem Tag stattfindet. In unserer Schule haben wir uns darauf geeinigt, die Prüfungssituation an zwei verschiedenen Tagen umzusetzen. Zwei verschiedene Tage heißt nicht Montag Vorbereitungsteil und Mittwoch ist dann die Durchführung, sondern die Tage sollen schon aufeinander folgen. Das ist so der eine Part. Der andere Part ist, Ihr Unternehmen, Ihr Fachbereich benötigt zwei weitergebildete Praxisanleiter, Praxisanleiterinnen, die auch noch eine 24-stündige berufspädagogische Fortbildung absolviert haben. Diese Praxisanleiterinnen sind festes Mitglied im Prüfungsausschuss und müssen auch der Schule namentlich mit Weiterbildungsurkunde quasi belegt sein. Ja, und dann geht es jetzt nun los. Sie sind in Ihrem Fachbereich tätig, Ihr Auszubildender hat ein Prüfungsdatum bekommen und nun gilt es in Ihrem Betrieb einmal zu schauen, welche zu pflegenden Menschen in Ihrem Bereich, können alle Altersklassen sein, entsprechend versorgt werden müssen und geeignet sind für die praktische Prüfung. Das heißt also, Sie in Ihrem Unternehmen schauen sich einmal um und gucken, welche zu pflegenden Menschen sind geeignet für die praktische Prüfung. Hier gibt es so ein paar Voraussetzungen, die entsprechend auch erfüllt sein müssen. Die Hauptvoraussetzung ist natürlich, die Menschen, die an der Prüfung teilnehmen, müssen natürlich auch Einverständnis zeigen und eine Einverständniserklärung ausfüllen. Sind die Personen, die zu pflegenden Personen nicht in der Lage, eine Einverständnis abgeben zu können, weil sie im Rahmen vom Betreuungsrecht versorgt, betreut sind, muss natürlich der gesetzliche Betreuer diese Einverständnis abgeben. Ja, wie viele zu pflegenden Menschen sind zu betreuen und zu versorgen? Sie dürfen Minimum zwei Patienten, Bewohner, Klienten, Kunden, was auch immer, aussuchen, die zu betreuen sind. Maximal vier zu pflegenden Menschen sind auszuwählen. Also, das heißt konkret, wenn man sich nochmal die Altenpflege vergegenwärtigt, da war es ein Bewohner, Bewohnerin, die zu versorgen gilt, 90 Minuten. Jetzt in der generalistischen Pflegeausbildung und in der praktischen Prüfung sind es Minimum zwei zu betreuen und Maximum vier. Ja, diese zu betreuenden Menschen müssen dann mit der Pflegeschule abgesprochen werden und eben halt auch geklärt werden, wer denn da in der praktischen Prüfung zu versorgen ist. Wir machen das so, dass wir eine Woche im Voraus mit dem Betrieb Kontakt aufnehmen und der Betrieb, die Praxisanleiterin mit uns entsprechend quasi die Bewohner klärt oder
Patienten klärt, Patientin. Der Auszubildende weiß von seinem Glück noch nichts. Das hier ist auch ganz wichtig. Der Auszubildende bekommt erst dann am Prüfungstag die Bewohner eben halt vorgestellt. Ja, wie sieht es aus? Es gibt zunächst einmal einen Vorbereitungsteil. Dieser Vorbereitungsteil ist insofern wichtig, dass sich die Auszubildender entsprechend auf seine zu versorgenden Menschen einstellen kann. Und hier ist es eben halt wichtig, dass hier im Vorbereitungsteil mit einer angemessenen Zeit diese Vorbereitung stattfindet. Ja, was heißt jetzt nun angemessen? Das ist ja nicht so ganz einfach. Der Vorbereitungsteil findet ja in schriftlicher Ausarbeitung statt. Und wir hier als Schule, als Pflegeschule, wollen eine gewisse Gleichheit herstellen. Und wir sagen, dass unsere Auszubildende 3 Zeitstunden haben, um diese schriftliche Ausarbeitung umzusetzen. Hier gilt natürlich auch der sogenannte Pflegeprozess. Die Auszubildenden sollen dann in diesem Vorbereitungsteil eine umfangreiche Informationssammlung umsetzen und einen Pflegeplan zu den betreuten Personen letztendlich entwickeln. Ja, hier muss man gucken, das entscheidet entsprechend die Prüfungskommission, also die Prüfer, die Fachprüfer vor Ort, zu welcher zu pflegenden Person soll dann ein Pflegeplan vollumfänglich entwickelt werden. Das ist meistens die Person, die einen erhöhten Pflegebedarf aufzeigt. Wir in der Patientenbewohnerauswahl sollen auch darauf schauen, dass der Anspruch an Pflegearbeit an diesem Bewohner mehrere Kompetenzbereiche umfasst. Denn die generalistische Pflegeausbildung hat ja insgesamt 5 Kompetenzbereiche. Die werde ich dann im Anschluss, wenn es um die Bewertung der praktischen Prüfung geht, nochmal detailliert aufzeigen, anhand welcher Kompetenzbereiche wir letztendlich dann auch bewerten. Ja, somit kriegt dann eben halt der Auszubildende am Prüfungstag 1, also wie gesagt, wir machen das ja an 2 verschiedenen Tagen, ne, 2 aufeinander folgenden Tagen, so ist das korrekt ausgesprochen, die Prüfung. Ja, und am Prüfungstag 1 bekommt die Auszubildenden kriegen dann eine Aufgabestellung. Diese Aufgabestellung zeigt dann letztendlich auch auf, welche zu pflegenden Menschen zu versorgen sind bei dem Praxisbetrieb Träger. Ja, in dieser Aufgabestellung, wie gesagt, soll eben halt eine umfangreiche Informationssammlung stattfinden. Es soll ein individueller Pflegeplan entwickelt werden für den zur hauptbetreuenden Person, wo eben halt auch komplexe Pflegesituationen abbildbar sind. In welcher Form dieser Pflegeplan letztendlich umgesetzt werden soll, ist sehr, ja, je nach Schule entsprechend, ne, ob sie eine strukturierte Informationssammlung machen und dann anhand einer PESR-Struktur Pflegediagnosen und Pflegeziele und Pflegemaßnahmen formulieren. Das wird letztendlich auch die Schule vorgeben. Nach der entsprechenden Vorbereitungszeit, die wir auf 3 Stunden festgesetzt haben, muss der Auszubildende engmaschig auch überwacht und beobachtet werden, sodass er eben halt keine Lehrbücher nutzt. Denn Hilfsmittel sind nur eingeschränkt möglich. Welche Hilfsmittel sind erlaubt im Vorbereitungsteil? Ja, hier sind die Pflegeleitlinien des Hauses erlaubt oder sogenannte Pflegestandards, wenn es so standardisierte Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen gibt, die festgesetzt sind, darf der Auszubildende selbstverständlich diese Pflegestandards auch nutzen. Zudem kommt hinzu, dass natürlich die
die Dokumentation, die Bewohner, Patientenakten auch eingesehen werden können, so dass er letztendlich sich darüber informieren kann, was ist im Vorfeld schon gelaufen, welche Diagnosen bringt eigentlich der zu Pflegende mit und welche Medikamente werden hier auch verabreicht. Ja, zudem kommt hinzu, dass natürlich auch der Bewohner selbst oder der Patient selbst interviewt werden kann bezüglich seiner Pflegesituation. Ich persönlich finde es auch immer wichtig, dass in diesem Zeitraum ein Kontakt zu den zu versorgenden Menschen hergestellt wird und auch abgesprochen wird. Ja, weiter zum Vorbereitungsteil. Ja, im Vorbereitungsteil sind weitere Hilfsmittel erlaubt. Neben den Pflegeleitlinien und den Pflegestandards sind natürlich auch medizinische Wörterbücher erlaubt und eben halt auch Übersetzungen sind erlaubt, also eben halt Sprachbücher. Ja, was nicht erlaubt ist, ist das Internet, ne, World Wide Web und eben halt Medizinbücher und eben halt Lehrbücher. Das muss dann schon auch ohne laufen können. Nach diesen 3 Stunden werden dann durch die Praxisanleitung das Material eingesammelt. Manche Schulen wünschen sich das dann, dass es dem Prüfer per Fax oder per E-Mail eingescannt zugesendet wird, so dass sich der Fachprüfer aus der Schule mit der Situation der schriftlichen Ausarbeitung nochmal mit auseinandersetzen kann. Ja, andere wiederum sagen sich, ich komme 1/2 Stunde eher vor Prüfungsbeginn und schaue mir dann eben halt intensiv den Pflegeplan an, der entwickelt ist. Ja, an die Auszubildenden, wenn die 3 Stunden um sind, heißt es ja nicht für sie unbedingt, dass sie dann nicht mehr weiterarbeiten dürfen. Selbstverständlich können sie dann nach den 3 Stunden, wenn so gewisse Fragestellungen für sie noch offen sind, in Büchern recherchieren, sich das Krankheitsbild nochmal vergegenwärtigen, worum es geht, gewisse Pflegetechniken sich nochmal anschauen. Das heißt also, ich kann Ihnen empfehlen, sich gedanklich darauf einzustellen, das nochmal durchzugehen und Dinge, die man nicht sofort auch weiß und in Fragestellungen, die aufgekommen sind in der schriftlichen Ausarbeitung, nicht beantworten kann, dass man sich dann im Verlauf entsprechend nochmal auf den Prüfungstag 2 vorbereitet. Das wird dann außerhalb der 3 Stunden natürlich stattfinden. Und am Prüfungstag 2 können Sie selbstverständlich, wenn Ihnen noch was eingefallen ist, Ergänzungen vornehmen. Ja, kommen wir nun zu dem Prüfungsteil oder Prüfungstag Nummer 2. Denn die praktische Prüfung in Pflegeberufe ist ja unterteilt. Einmal im Vorbereitungsteil, darüber haben wir gerade ausführlich gesprochen. Dann gibt es den sogenannten Übergabeteil oder das sogenannte Fachgespräch, wo wir 20 Minuten für einplanen. Hier soll dann im Fachgespräch, kann der Auszubildende seine Unterlagen natürlich nutzen, um mit uns ein Fachgespräch zu führen über die zu pflegenden Personen. Die schriftliche Ausarbeitung findet ja statt zur Haupt zu pflegenden Person, die einen erhöhten Pflegegrad, Pflegebedarf aufzeigt. Selbstverständlich können natürlich auch weitere zu Pflegende versorgt werden, wenn zum Beispiel die zur hauptpflegenden Person nicht alles aufzeigt. Zum Beispiel vielleicht keine Behandlungspflege benötigt, kann das sein, dass sie dann eben halt bei einem anderen Menschen eine Behandlungspflege umsetzen müssen. Die sollten natürlich auch im Fachgespräch erwähnt werden. Und hierzu sollte man sich natürlich auch gedanklich auseinandersetzen. Ja, was beinhaltet das Fachgespräch? Sie stellen im Rahmen einer Übergabe uns die zu Pflegenden vor. Und hier kann es natürlich auch vorkommen, dass dann auch Verständnisfragen in Bezug aufs Krankheitsbild oder Medikamentengabe oder zum Handlungsablauf gestellt werden, wie Sie sich da organisieren wollen, wie wir uns das vorstellen müssen, wie Sie gerne vorgehen möchten. Ja, dieses Fachgespräch beinhaltet circa 20 Minuten. Ja, nach dem Fachgespräch folgt denn die praktische Umsetzung und die Durchführung direkt
an den zu pflegenden Menschen. Hier, und hier ist die Aufgabe der selbstständigen, umfassenden, prozessorientierten Pflege in realen und komplexen Pflegesituationen zu meistern. Das musste ich ablesen. Ja, das heißt also, alles, was anfällt in diesem Zeitraum von ca. 200 Minuten, muss gewährleistet sein. Das heißt also, alles, was auch Unvorhergesehenes vorkommt, müssen Sie eben halt zeigen, dass Sie in Ihren Kompetenzbereichen sich so weit entwickelt haben, diese Pflegesituation eigenverantwortlich umzusetzen und zu meistern. Na, das heißt also, jeder Plan ist immer nur so gut, wie er dann auch funktioniert. Manchmal kommen natürlich unvorhergesehene Dinge dazu. Und diese unvorhergesehenen Dinge sind natürlich durch den zu prüfenden letztendlich auch umzusetzen. Ja, der Durchführungsteil, das ist geplant und auch situativ werden Pflegemaßnahmen anhand des Pflegeplans umgesetzt und dann begutachtet durch die Prüfer, Prüferin. Ja, die Praxisanleiterin ist vollwertiges Prüfungsmitglied und hier gibt es auch nicht so die Denkweise von früher. Wir haben Fachprüfer 1 und Fachprüfer 2. Ja, sie sind vielleicht numerisch so aufgelistet, aber beide haben gleiche Anteile und da gibt es nicht, Schule hat mehr zu sagen als Praxisbetrieb, sondern sie sind auf Augenhöhe und gleichwertige Prüfungsmitglieder. Ja, der Durchführungsteil sind 200 Minuten. Insgesamt soll die Prüfung nicht länger als 4 Stunden andauern. Also wir machen das immer so, dann, wenn der Durchführungsteil soweit abgeschlossen ist und die Nachbereitung abgeschlossen ist und eine Dokumentation der Pflegesituation stattgefunden hat, machen wir immer eine kleine Pause dazwischen. Warum ist das so? Hier sollen sich die Auszubildenden in Prüfungssituationen zurückziehen dürfen und sich Gedanken machen, wie sie das Reflexionsgespräch, das ist nämlich der letzte Teil, das Reflexionsgespräch mit uns führen sollen. Die Reflexion, die anschließende Reflexion, wofür so circa 20 Minuten eingeplant sind, sind keine Prüfung, also es stellt keine Prüfung dar. Hier sollen die Auszubildenden sollen sich anhand ihrer Tätigkeit reflektieren. Ja, und hier erlebe ich immer ganz oft, dass handlungsorientiert die Dinge wiedergegeben werden, wann, wie, wo, was umgesetzt wurde. Dann habe ich dies gemacht, dann habe ich dies gemacht, dann habe ich dies gemacht. Darum geht es letztendlich aber nicht in der Reflexion. In der Reflexion geht es primär darum, mit welcher Qualität habe ich was wie umgesetzt? Ne, wie gut ist es eigentlich gelungen? Sind meine Pflegeziele, die ich vorab geplant habe, in meinem Pflegeplan erreicht? Wenn sie nicht erreicht worden sind, warum sind sie nicht erreicht worden? Und welche Lösungsmöglichkeiten können Sie aufzeigen, was Sie beim nächsten Mal anders machen möchten, verbessern möchten? Also Evaluation der Pflegesituation. Und nach der Reflexion ist dann die praktische Prüfung für den Auszubildenden, für die Auszubildenden, dann abgeschlossen. Ja. Dann beginnt natürlich die Arbeit für die Praxisanleitung und für die Schule, denn hier soll unabhängig voneinander letztendlich ein Bewertungsbogen entsprechend konzipiert, also er ist ja schon konzipiert, sondern letztendlich benotet werden. Ja, wie ist es mit dem Bewertungsbogen? Was hat der so auf sich? Zunächst einmal muss natürlich eine Aufgabestellung stattfinden, die schriftlich formuliert wird, die der Auszubildende am Prüfungstag 1 ausgehändigt bekommt. Der Auszubildende muss körperlich und psychisch in der Lage sein, die Prüfung auch antreten zu können. Das muss entsprechend auch unterschrieben werden, wie früher auch und wie sonst auch immer. Und dann gibt es ein sogenanntes Prüfungsprotokoll. Und in diesem Prüfungsprotokoll soll eine Mitschrift stattfinden. Das heißt, dass die Prüfer dann eben halt
das alles dokumentieren und einen Prüfungsablauf mitschreiben, also eine Mitschrift. Am Ende der Mitschrift befindet sich dann den sogenannten Bewertungsbogen. Und hier ist es auch klar geregelt nach dem Pflegeberufegesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Denn hier in der generalistischen Pflege sollen anhand der Kompetenzbereiche, die eben halt überprüft werden, eine Benotung stattfinden. Ja, liebe Praxisanleiterin, liebe Praxisanleiter, kommen wir nun zur Bewertung und zur Beurteilung. Ja, jede Schule hat einen individuellen Beurteilungsbogen, wie letztendlich vorgegangen wird. Und hier sollten Sie sich mit Ihrem Bildungsträger Schule einmal auseinandersetzen und einmal schauen, wie sind denn eigentlich die Dokumente und die Beurteilungsbögen konzipiert. Wichtig ist Ablauf und Ablauf der Prüfungssituation so konkret wie nur möglich, das zu dokumentieren, wann hat genau was stattgefunden, auch mit Zeiten, die angegeben werden und hier eben halt eine Mitschrift umzusetzen. Die braucht man nämlich hinterher, um auch nochmal gedanklich dem durchzugehen und letztendlich seine Benotung zu begründen. Ja, was wird benotet? Der Prüfungstag 1 ist ja Bestandteil der Prüfung, der sogenannte Vorbereitungsteil. Und hier wird natürlich die schriftliche Ausarbeitung sich genau angeschaut. Und hier gibt es unterschiedliche Kriterien, die zu erfüllen sind. Und da müssen Sie mal gucken, worauf legt Ihre Schule einen Wert. Ist es die Grammatik, ist es auch Rechtschreibung, wie ist die PSR-Struktur, PESR oder die SIS-Struktur eingehalten worden? Je nachdem, nach welchem Pflegekonzept gearbeitet wird, muss das Ganze natürlich überprüft werden. Sind alle tatsächlichen Pflegediagnosen beschrieben, die auch bei diesen zu pflegenden Menschen vorliegen? Ja, und hier wird dann letztendlich das sich angeschaut. Dann kommen wir zu den jeweiligen einzelnen Kompetenzbereichen. Die Kompetenzbereiche sind ja 1 bis 5 in der generalistischen Pflegeausbildung. Und der große Kompetenzbereich 1, ne, Pflegeprozesse, Diagnostik, Planen, Organisieren, Gestalten, Durchführen, Steuern und Evaluieren, ist ein Riesenbaustein. Ne? Wie ist die Pflege geplant, organisiert und wie ist die Pflegestruktur umgesetzt? Kompetenzbereich 1. Dann kommt der Kompetenzbereich 2, der umfasst die komplette Kommunikation, aber auch den sogenannten Beratungsbereich oder eben halt auch Anleitungsbereich. Hier kann man sich auch nochmal Gedanken machen, wie hat die Kommunikation stattgefunden, wie hat die Beratung stattgefunden, Anleitung zur Mobilität zum Beispiel und so weiter. Dann kommt der Kompetenzbereich 2, der zu beurteilen ist. Das ist das sogenannte intra- und interprofessionelles Handeln und unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten. Ja, zu Pflegenden, die Pflegefachkraft, die es werden möchte, arbeitet ja in einem Team, denn Pflege ist Teamarbeit. Und hier geht es natürlich auch, wie wird interdisziplinär und interprofessionell im Team agiert und gearbeitet. Wie ist das mit Verantwortung und letztendlich Weitergabe von Informationen gestaltet? Der vierte Kompetenzbereich ist der Bereich von Gesetze, Verordnungen und ethische Leitlinien reflektieren und begründen können. Das heißt also hier, ja, ist Verantwortung, Gesetze stehen hier im Vordergrund, wo eben halt Vorgaben wie Betreuungsrecht, das pflegerische Handeln berücksichtigt wird, Standards, Pflegeleitlinien und so weiter, wie diese umgesetzt sind, wie man die auch bewertet, ne, reflektiert auch. Also hier ist auch Qualitätsmanagement, Gesetze, Verordnung ein großes Thema. Dann kommen wir zu dem Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf Grundlagen von wissenschaftlichen Erkenntnis, ne? Also hier ist die Pflegewissenschaften sind ein großes Thema, auch zum Beispiel in Bezug auf Expertenstandards. Sind Expertenstandards berücksichtigt worden? Sind sie in der Pflege mit eingebaut worden?
Genau, diese reflektieren, aber auch in Pflegesituationen und in der Pflegeplanung mit in Anwendung zu bringen. Hygiene steckt da auch noch mit drin. Ja, der Kompetenzbereich 5. Und jetzt muss man überlegen, wie möchte man die jeweiligen einzelnen Kompetenzbereiche eigentlich gewichten. Denn wichtig ist, dass man am Ende der Bewertung auf eine Note kommt. Also es sollen keine Teilnoten geben, wie zum Beispiel eine Note für die schriftliche Ausarbeitung, eine Note für die Durchführung und eine Note für die Reflexion. Kann man machen, zwar in dem Bewertungsbogen, aber am Ende sollte entsprechend eine Note bei rumkommen. Und die Note sollte besser als 4,0 sein, also besser als 4 ausreichend sein, um die Prüfungssituation zu bestehen. Ja, dann kommen wir zum Worst-Case-Fall. In der durchführenden Tätigkeit kommt es zu gefährdenden Situationen. Also wenn die zu Pflegenden einen drohenden Schaden erleiden durch die Pflegetätigkeit, kann selbstverständlich durch Eingreifen der Fachprüfer die Pflegesituation abgebrochen werden. Und das muss natürlich entsprechend auch dokumentiert werden, wenn gefährliche Pflegesituationen eingetreten sind. Ja, wollen wir mal nicht hoffen, dass das passiert, aber es kann durchaus passieren. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit als Fachprüfer in der Prüfung einzuschreiten und die Prüfung eben halt entsprechend abzubrechen. Es ist nicht möglich, die Leistung auszugleichen, wenn eine gefährliche Pflegesituation vorgelegen hat. Na, da hat er das besonders oder sie besonders gut gemacht. Hier haben wir jetzt eine gefährdende Pflegesituation. Nehmen wir mal an, die zu prüfende Person verabreicht Medikamente von einem anderen zu pflegenden Menschen. Dann haben wir hier eine gefährdende Situation und bevor die natürlich verabreicht werden, muss hier gegebenenfalls, nein, nicht gegebenenfalls, sondern ganz bestimmt, die Pflegesituation abgebrochen werden. Bei Abbruch ist selbstverständlich die zu prüfende Person durchgefallen. Das soll bestmöglich nicht passieren, denn natürlich sollen die Auszubildenden auf ihre Prüfungssituation gut vorbereitet werden. Ja, und dafür ist eben halt die praktische Ausbildung auch gedacht. Denn liebe Praxisanleiter, Praxisanleiterinnen, Sie wissen ja, 10% eines Praxiseinsatzes sollte geplant und strukturierte Anleitung sein. Und wenn im Vorfeld fleißig geübt wird, dann wird das wohl hoffentlich minimiert, das Risiko, dass eine gefährliche Pflegesituation vorkommt. Aber passieren kann es. Die Prüfer, die Fachprüfer, Prüferinnen haben nur eine, nee, nur ist gut, sie haben eine Prüfungsfunktion. Das heißt, sie sind nicht in der Pflegesituation einzubinden und dürfen auch nicht in der Pflegesituation Tätigkeiten umsetzen. Ja, so dass sie zum Beispiel etwas delegiert bekommen, ne, von den zu Prüfenden. Mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Nein, wir als Fachprüfer haben nur eine Prüfungsfunktion. Sollten Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Durchführung gewünscht und gefordert sein, muss die zu prüfenden Personen müssen sich Unterstützung im Team dazu holen. Somit kann ich Ihnen empfehlen, im Rahmen der Organisation und Planung von praktischen Prüfungen vielleicht auch jemanden bereitzustellen, der eben halt ansprechbar ist, falls es mal zur Unterstützung kommen muss, wie zum Beispiel Positionierung. Ne? Menschen zu positionieren aus dem Bett heraus, in einen Pflegestuhl zum Beispiel, bedarf manchmal zwei Pflegefachkräfte. Und hier ist es denn so, dass die zu prüfende Person sich Unterstützung holen soll. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Wissen kompakt in Bezug auf praktische Prüfung in der Pflegeausbildung gefallen und ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben oder ein paar Gedächtnisstützen geben. Und ja, es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ich freue mich auf das nächste Video, Sie da wieder begrüßen zu dürfen. Ja, und Sie wissen ja, ne, YouTube, so ist es hier nun mal auf diesem Kanal.
Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, mir einen Daumen hoch geben oder gegebenenfalls auch einen Kommentar hinterlassen. Falls es eine Fragestellung beinhaltet, Ihr Kommentar, werde ich das selbstverständlich beantworten.